Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SimCity 5. Ja, Städte der Zukunft. Die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus bei uns. Wir haben gerade die Steuern massiv erhöht, um uns vor dem Ruin zum warnen und wie kann man das sagen? Die brauchen Erz. Haben wir überhaupt Erz? Erz wird gerade nicht importiert. Das ist natürlich jetzt gerade der Todesstoß gewesen. Wieso importieren wir ja kein Erz? Das gibt nicht. Verbrechen regiert. Ah, Brandstiftung. Ist doch egal. Aber hier ist wenigstens... Ah, ich weiß nicht, wo die dahin wollen. Die fahren dann hier hoch. Die wollen bestimmt auch alle hier hoch. Die fahren ja dann hier hinten hoch. Ist natürlich nicht so eine feine Sache. Ich möchte bitte, dass du Ärzte importierst. Dann haben wir erstmal, wenn wir die beiden Kredite weg haben, ein bisschen mehr Luft. 13%. Ja, erstmal für die geringen Verdiener. Jetzt bringt schon weitere Drohnen raus. Ja. Wenn das einfach wäre. Und wir beobachten das mal hier eine Weile. In der Zwischenzeit können wir ja ein bisschen drüber reden. Also, ja, über SimCity. Was gibt es da zu erzählen? Also, das mit dem Städte der Zukunft Bau finde ich nicht schlecht. Also, es erweitert das Spielbetrieb ziemlich sehr. Man kann die Häuser aufeinander bauen. Ist nicht schlecht. So, was kann man da noch dazu sagen? Ja, hier ist ein ganz mini Stückchen Straße. Das ein bisschen erhöht werden muss. So. Also, was kann man noch so sagen? Ja, die Upgrade-Erforschung. Ultra-Luxus-Turm. Boah. So, steuern, wir gehen. Ja, nee, geht doch einfach. Es sind nur die Kredite, die ein bisschen zu hoch sind teilweise. Wo man dann auch so sagen kann, ja... Und ihr braucht Erz. Ja, ich weiß, dass ihr Erz braucht. Könnt ihr auch mal bitte Erze importieren? Weil manchmal frage ich mich, ob das Öl da hinten landet. Ich nehme jetzt keine lokalen Öllieferungen an, sondern die weltweiten Lieferungen. Damit das Öl nicht hier ausgeht und wir mal ein bisschen Erz kriegen. Wir haben aber auch keinen Erdabbau, oder? Aber wenn ich das machen würde, dann... nein, haben wir nicht. Roherd und Metall. Metall? Metall ist neu, oder? Oh, Thronenkarte. Besitzer. Goldmitgliedstatus. Ah, okay. Ne, nur hier oben die Drohnen. So wenig Drohnen. Da frage ich mich aber schon, wo die ganzen Drohnen hingehen. Nur die vier Transporter, die müssen jetzt mal bitte mal ein bisschen. Weil ich brauche hier Erz. Und ich habe gerade mal 3000 pro Stunde. Das ist natürlich weitaus viel. Sehr viel.
könnte aber was überlegen. Ob ich noch so ein Handelsdepot hinknalle. Oder nur Arzt, gefördert wird. Wäre ja eine Möglichkeit. Natürlich haben wir wieder zu wenig Geld. Nicht Kohle. Herz. So. Müsste es eigentlich anlaufen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber rein theoretisch schon. Jetzt haben wir nämlich auch genug. Jetzt kommt ein Einwohnerschwung. Kredite 1388, das ist natürlich nicht schlecht. Wir haben mal 4000 die Stunde. Barrel. Hier haben wir wieder zu wenig Eisenerz. Das ist natürlich wieder atemberaubend. Oh, Patrouille. Ich stehe natürlich hier im Stau fest. Das ist natürlich absolut bombisch, weil hier nämlich der Ausgang ist. Aber ich könnte ja hier hinten die Straße fertig machen. Dann kommen die aber alle hier rum. Dann habe ich aber auch nichts gekonnt. Obwohl, doch, da habe ich was gekonnt. Sehen, ob man das hinkriegen. So wenig Simoleons. Nur noch zu wenig Simoleons. Ich möchte schon gerne eine Brücke, dass du mir eine wunderschöne Brücke machst. Genau. Ja. Ich
haben wir nämlich eine ordentliche T-Kreuzung. Die jetzt natürlich auf alles drauf basiert. Zu sagen, ich liebe es. Oh ja, ja, ja. Jetzt haben wir natürlich jetzt ganz viel Nachfrage. Und zwar Gewerbe. Hohes Gewerbe. Ist natürlich jetzt ganz bombig. Nämlich 9000 die Stunde. 9000 die Stunde. Immer noch 8000 die Stunde. Ja, ich weiß, dass hier ganz viele Tanks hin. Oh, 96 am Tag, das ist wenig. Tonnen Roherz, 100 Tonnen Roherz, 30 Tonnen Roherz und 100 Tonnen Roherz. Natürlich ein Unterschied. Wie Himmel und Hölle. Ja, na gut. Ja, da kann man jetzt wieder nichts machen. Jetzt hängen wir wieder fest. Eine ganze Weile. Ich könnte aber einen 100er Kredit. Ja, was kann man damit machen? Die Anlage dahin pfeffern. Fünfundzwanzig.
Na gut, dann wartet erstmal. Sorry, dass ich so gerade so still bin, aber ich bin gerade so ein bisschen perplex. Oh. Ach, schon wieder Chemiebrand, ey, das gibt's nicht. Schwebebahn, Station. Ja, das ist alles so ganz alles schön und gut, aber diese 50.000 mit dem Kontrollnetzverstärker wäre natürlich jetzt gerade ein bisschen das Highlight. Wie gesagt, zur nächsten Folge bauen wir dann das Quantenwissenschaftsanbau und da kann man dann um 25% mehr Kontroll Verstärkung oder wie auch immer haben. Aber das war's erstmal. Wir holen uns zur nächsten Folge den Megaturm und dann verabschiede ich mich erstmal mit einem fröhlichen Knall zum, ja, heute ist ja Faschingszeit und ich bedanke mich und ich sage erstmal tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Hat bestimmt hier oben wieder geknallt. Ach, dasselbe Gebäude. Dasselbe Gebäude. Das gibt's doch nicht. Und verlassene Gebäude gibt's auch noch. Oh. Das hat aber jetzt ein bisschen gehangen. Ja. Aber was ich mal sagen. Wartet erstmal für diese Folge. Ich werde erstmal gucken, was man noch so erforschen könnten. Ja, wie gesagt, die Schwebebahnstation ist nämlich auch ein Highlight des neuen Stelle der Zukunftsspiel. Wie gesagt, die Akademie, die ist richtig gut, richtig gut. Jetzt kann man nämlich das bauen. Und da kann man dann, können sie hier oben rumfahren. Und da brauchen wir nämlich die Auto nicht mehr. Das ist nämlich genial. Genau. Wie gesagt, die Prozessoren. Jetzt sind wir auch noch mit den Ölvorräten noch knapp. Ach, verdammter Mist. Na komm. Wir brauchen ja unbedingt schon die lokalen Lieferungen. Na gut, ich bedanke mich und ich sage dann wiederholt nochmal tschüss und auf Wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten unten in die Kommentare reinschreiben. Ich nehme jetzt wahrscheinlich nachts um 1. Nee, ja, wie gesagt, ihr wisst, wann ich immer aufnehme. Das nehme ich nur nachts und da kann ich nämlich auch in Ruhe reden. Und wie gesagt, ich bedanke mich und ich sage erstmal tschüss, ciao und auf Wiedersehen.